Leute, die noch in der Pause sind, hören das bis draußen, dass wir weiterfahren. Der nächste Beitrag kommt von Dr. Alexander Rasin. Und es geht um paranormale Diagnosemethoden, aber auch um geistige Seiten allgemein. Alexander Rasin kommt aus St. Petersburg. Er ist der wohl gebildetste Heiler Russlands. Er ist Doktor der physikalischen Chemie. Er ist auch studierter Arzt und er ist Heiler. Er hat seine Heilfähigkeiten eigentlich über ein Leiden seiner Frau mehr zufällig entdeckt. Aber als Wissenschaftler war es ihm ein Anliegen, nachher diese Heilfähigkeiten auch zu untersuchen und zu erfahren, was dabei wirklich geschieht. So konnte zum Beispiel nachgewiesen werden, dass Wasser, auf das er sich konzentriert, seine Molekularstruktur verändert unter der Einwirkung der Heilenergie. Wir kennen Alexander Rasin nun bald schon 20 Jahre. Er arbeitet auch seit vielen Jahren regelmäßig bei uns im Verein, wenn Sie interessiert sind. Liegen Informationen dazu an unserem Infotisch auf. Aber ich erinnere mich noch ganz gut an die erste Begegnung mit ihm. Da kam er gerade aus Freiburg. Er hatte ein Treffen mit dem Chefredaktor der damals führenden Zeitschrift Esotera, die es nicht mehr gibt, und erzählte, dass er einen Termin mit dem Chefredaktor Herrn Geisler hatte. Und da wollte er etwas über seine Fähigkeiten auch erfahren. Und Alexander hat ihm dann gesagt, ja, er spüre einfach, dass es seinem Vater sehr schlecht ginge, dass etwas am Herz sei, dass er wohl einen Herzinfarkt habe. Und Herr Geisler hat abgewinkt und gesagt, nee, da ist gar nichts dergleichen. Und noch während des Gesprächs kam ein Telefonanruf aus dem Krankenhaus, mit der Mitteilung, dass sein Vater eben eingeliefert worden sei mit Herzproblemen. Wir haben in den folgenden Jahren seine diagnostischen Fähigkeiten sehr häufig erleben können. Wenn er das heute auch zeigt, beachten Sie bitte, das ist immer ein Experiment. Aber wir haben sehr oft erfahren, dass es sehr genaue Diagnosen sind und nicht einfach nur so, vielleicht ist da etwas in der Verdauung nicht in Ordnung oder so, sondern dass es ganz präzise Diagnosen gibt, zum Teil auch mit der Angabe bei Krebspatienten, wie viele und wo die einzelnen Metastasen liegen, Dinge, die dann überprüft werden konnten. Er wird heute zuerst über seine Arbeit und seine wissenschaftlichen Forschungen sprechen und er wird auch eine Heilenergie übertragen für den ganzen Saal machen und ich denke wahrscheinlich auch eine paranormale Diagnose. Seine Spezialität ist es unter anderem auch Diagnosen zu erstellen für Personen, die er überhaupt nicht kennt. Wir haben an den Psi-Tagen mehrfach das Experiment gemacht, dass wir ihm einfach einen Sitz angegeben haben und gesagt haben, bitte mach doch eine Diagnose für die Person, die sich in der dritten Reihe auf den zweiten Stuhl von links setzen wird. Was wir im Voraus nicht, eben niemand wusste, wer sich dort hinsetzen würde. Und da haben wir zum Teil ganz erstaunlich präzise Resultate gekriegt, beziehungsweise eigentlich meistens. Einmal, und das fand ich besonders überzeugend, war es eben auch so, dass er einfach überhaupt keine Informationen bekam. Gesagt hat, das funktioniert nicht. Im Nachhinein hat sich dann herausgestellt, dass der besagte Stuhl leer geblieben ist. Ich denke, genug der Einführung. Ich freue mich sehr, dass Alexander jetzt schon so lange mit uns arbeitet und bitte heißen Sie ganz herzlich willkommen, Dr. Alexander Rasin. Gibt es nicht so viele Menschen, welche so lange Zeit gearbeitet haben.
Aber es gibt trotzdem. Ja, Respekt, stimmt das? Wir sind aus Deutschland gekommen und in einigen Tagen werden Sie genau 90. Und Sie arbeiten, ich weiß nicht, wie viel Dutzenden Jahre insgesamt. Es gibt das auch. Sie können mich gut verstehen, wenn ich sage, ich war ganz materialistischer Mensch 4 Jahre vorher, 30 Jahre vorher. Und ich konnte nie glauben, dass ich zu diesem Thema komme. Deswegen alles, was ich damals begonnen habe, alles, was ich damals verstehen wollte, ich wollte das beweisen. Natürlich heute ist kein Thema, dass ich absolut wissenschaftliche Vortrag machen soll. Klar, das ist nicht notwendig. Aber ein bisschen schon. Wir alle lernen in der Schule Physik, Chemie. Und das sind die klassischen Sachen. Aber das Problem liegt in dem, was wir in diesem parapsychologischen Welt treffen. Das ist etwas, was wir manchmal sagen, dass es nicht normal ist. Das liegt in einer anderen Grenze. Das liegt nicht in klassischer Physik. Wahrscheinlich einfach diese Gesetze, welche wir kennen, das muss man können. Wie meinen Sie, muss man etwas Besonderes haben in sich, etwas zu spüren zum Beispiel, etwas zu sehen? Nein. Sogar die Tiere können das machen. Nur sie können nicht mit uns leider sprechen direkt, oder wir verstehen noch nicht den Tier. Die Tiere verstehen uns schon. Ich kann das nur beweisen. Zum Beispiel, in dieser Methode. Wer hat das erlebt? Sie schlafen, Sie sehen im Traum etwas und dann kommt ganz gleiche Geschichte in Wirklichkeit. Hat jemand das schon gesehen? Hat jemand das erlebt? Wie gesagt, da schauen Sie. Klar. Andere Sache. Einfach, wir haben große Unruhe, wir wissen nicht warum. Oder wir spüren ja wahrscheinlich etwas passiert, ja, mit meiner Mutter, mit meiner Tochter oder noch was. Und dann plötzlich kommt über Telegram, jetzt kommt nur ein Anruf oder SMS, ganz schnell. Und das ist die Lösung. Hat jemand das schon erlebt? Es ist wirklich nicht etwas Besonderes, ja. Es ist normal. Nur wir glauben immer nicht, wir denken, oh ja, es kann nicht sein. In diesen 30 Jahren habe ich schon etwas extra geschaut, was passiert. Zum Beispiel, einfachste Sache, als ich Arbeit beginne, das ist Anfang, erstes Bild, und dann sehen Sie weiter, dann sofort sieht man schon die andere Temperatur an meinem Kopf, an meinem Gesicht. Ja? Aber drittes Bild, das ist hier etwas Besonderes. Ja? Esoterer hat damals geschrieben, ich kann keine Erklärung geben, ich kann gute Erklärung geben. Hier gibt es etwas wirklich Besonderes, diese Flecken noch, sehen Sie das. Ja? Das war Folgendes. Ich habe mit einem Westen gearbeitet und war Videokamera, sollte das alles registrieren. Und in diesem Moment denke ich, wahrscheinlich mache ich das alles nicht richtig. Ich weiß nicht, was die Geräte dort zeigen. Soll ich wahrscheinlich meine Energie genau durch Kamera schicken? Und dann plötzlich bekomme ich einen Stoß von rechter Seite und Operator sagt sofort etwas Ungewöhnliches kommt. Genau dieses Bild. Absolut andere Farben. Und diese Flecke, er konnte das in Dynamik beobachten, einfach geht weg. Ein bisschen nach links, nach unten, so langsam. Das ist genau diese Ektoplasma, feine Materie, welche wir immer suchen. Und leider
Wir haben viele Male wieder das probiert und probiert. Ich war total müde. Ich habe unter diesen Geräten geschlafen, sogar einige Tage. Wir konnten das nie mehr wiederholen. Es wäre eine Entschuldigung, wenn ich heute, kann sein, ich kann heute etwas sein, aber wahrscheinlich auch nicht. Ich weiß. Das ist manchmal nicht alles so gesehen. Aber trotzdem, man hat einige Sachen natürlich bekommen. Zum Beispiel wieder meine Hände, wie sie sich verändern bei dieser Arbeit. Mein Körper auch. Oder zum Beispiel schmerzhaftes Fuß. Einfach immer wieder ganz schnell. Ich will nicht darüber viel sagen. Noch eine kleine Arbeit, was ich gemacht habe, das war natürlich Spektrum von Wasser. Gewöhnlich Wasser schaut man immer in die Amazon gegen 3500 Zirkzentimeter und gegen 7000 Zirkzentimeter. Ich habe damals ein gutes Gerät bekommen, ich konnte etwas mehr schauen. Und normalerweise sehen wir dort gar nichts, deswegen die Wissenschaftler schauen das nicht in diesem Bereich, in diesen Wänden. Das ist nicht informativ, dieses Band. Und dann, als Wasser mit der Energie von Heiler bearbeitet wurde, ich bekomme folgendes Bild. Sehen Sie, was passiert. Statt einer einfachsten Linie, ungefähr so zum Beispiel, ja, bekommen wir bestimmte starke Spektren. Was ist das? Was ist das, dieses Spektrum? Das ist ähnlich wie Eiswasser. Das haben Sie sicher gehört. Man sagt manchmal, man muss Eiswasser trinken, das bringt Energie wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob das Energie bringt oder nicht, aber ich weiß, dieses Wasser nach der Behandlung, das ist schon anderes Wasser. Sicher. Ich kann noch tiefer gehen, aber wahrscheinlich, das ist schon nicht mein Thema heute. Dort gibt es sehr interessante Sachen, zum Beispiel, diese Energie verändert Strukturen der Moleküle sogar. Es ist ziemlich fein, diese Materie. Wir kennen noch nicht gut unsere Welt. Wir entdecken immer diese neuen Teilchen von dieser Welt. Myonen, Myonen, Neutrinen und wer weiß was noch. Etwa 200 Teilchen wurden in diesen letzten Jahren entdeckt. Und genau diese Teilchen strahlt unseres Organismus mit unserer Wille, mit unserer Konzentration. In der bin ich heute absolut überzeugt. Und unser meridionales System, unser Meridian, genau, das sind die Kanäle, welche bringen diese Teilchen, welche bringen für uns Energie oder schicken diese Energie draußen oder bekommen diese Energie von draußen. Dann kann man gut vorstellen, das bedeutet, unsere Materie ist nur Vorsetzung von unserem Geist und dem Programm, welches wir selbst aufbauen. Ja? Wir sind schon ziemlich grobe Materie, aber man muss nicht vergessen, wir sind auch dieses Wasser. Wir wissen alle, 70% insgesamt von ganzem unserem Körper, das ist nur Wasser. Ja? In diesem wunderbaren Apparat, das ist überhaupt 98% Wasser. Ja? Nur Wasser. Ein bisschen Chemie dazu. Naja, die Knochen haben nur weniger Wasser und trotzdem haben auch 12% Wasser. Dann kann man schon auch denken, ah ja, das ist nicht nur Temperaturerhöhung zum Beispiel, ja, aber sicher auch mit dieser Energie verändern wir in den schmerzhaften Organen, in problematischen Organen bei den Menschen auch Strukturen des Flüssigkeits. Stimmt das, ja? Sehen. Na gut, genauso auch Energie. Zum Beispiel energetischer Zustand bei den Löwen. Sie haben das sicher gehört, sogenannte Tiergrammfoto. Das ist ein klassisches Beispiel von Tiergrammfoto zum Beispiel. So. Die Hände am Oben und unten die Beine, die Füße. Großer Verdienst bei unseren russischen Wissenschaftlern, Kirlianern, das war, dass sie dieses Effekt überhaupt gefunden haben. Ja? Aber das war schon lange Zeit vorher, 30. Jahr.
Und heute gibt es etwas anderes. Heute Peter Mandl, der deutsche Wissenschaftler, hat einfach 300.000 kranken Leute mit den Krankenhäusern bis heute genommen und er hat das bearbeitet. Wo gibt es Probleme mit diesem Licht von den Fingern und was bedeutet das? Und dann konnte er solches Atlas aufbauen. Deswegen mit solchen Methoden kann man ab sofort auch topologische Diagnostik durchführen. Oder das hilft auch bei diesem energetischen Problem. Also ich nenne es so. Ja, das ist richtig. Zum Beispiel, zu mir kommt ein Mann hier in der Schweiz in Tessin, welcher keine Diagnose hat, aber er sagt, er fühlt sich ganz krank. Er versteht nicht, was mit ihm passiert. Er war natürlich beim Arzt, selbstverständlich, Arzt hat bei ihm auch nichts gefunden. Typische Probleme. Und ganz ehrlich, dieses Mal habe ich bei ihm auch nichts gespürt. Meine Hände, welche Gehirne etwas schon spüren, sie haben mir auch nichts gegeben. Dann mache ich in solchen schwierigen Fall eine Kehrwertfolge. Und sehen Sie, was passiert hier. Also, rechte Hand ist überhaupt noch hingekommen. Ein bisschen nur Zeigefinger. Und linke Hand ist schon da, aber auch manchmal keine Aura, manchmal zu stark. Ja? Das ist interessant, das zeigt sofort, nein, das ist nicht alles richtig hier bei diesem Mann. Er hat wirklich etwas, aber was? Keine lateinische normale medizinische Diagnose, klar. Aber er ist wirklich nicht gesund. Dann mache ich halt Demonstrationen mit ihm einfach. Ich stelle die Magneten einmal, dann zweites Mal noch besser. Die Magneten stehen hier und hier, ganz genau. Welche einige Meridiane unterstützen. Ich habe das alles ein bisschen gerechnet, was ich in diesem Fall noch machen muss. Und das bringt mir sofort ein Resultat mit den Magneten. In einigen Tagen kommt er wieder. Ich mache die Magnete weg, ich mache nochmals ein Bild. Und das ist kein Vergleich mit ersten Bild. Ja? Aber was wichtiger ist, der Patient sagt, ich fühle mich besser. Alles andere ist schon nicht so wichtig. Wie eine Frau gesagt hat, wenn Dr. Rasenmüller sagt, ich muss meine Beine wieder Mist einreiben, dann mache ich das. Also gut, das war wissenschaftlicher Teil, ein bisschen zu zeigen. Aber hauptsächlich, was bringt das alles? Sie haben sicher über solche Fälle gehört, oder wahrscheinlich hat jemand das erlebt. Manchmal die Menschen gehen herum von einem Ort zum anderen. Und dann gehören die Ärzte sagen, es ist solche Menschen. Es gibt ja nichts, nur im dummen Kopf gibt es das wahrscheinlich. Ich habe viele solche Sachen erlebt, wirklich. Und ich sehe bei dieser paranormalen Diagnostik wirklich solche Möglichkeiten, manchmal etwas anderes zu finden. Ich kann nur zwei kleine Beispiele geben. Auch hier in der Schweiz und der war das. Zu mir kommt ein Bauingenieur, ein Chef von einer Baufirma. Er ist wütend, er kann nicht zu seinem Gebäude gehen, nach oben, weil er plötzlich Bewusstsein verliert und niemand weiß warum. Sein Kopf wurde schon einige Male gerönt, kein Problem. Halswirbelbau, aber auch kein Problem. Wo liegen die Probleme? Er verliert bloß den Bewusstsein. Er war bei ihm. Kirlianfoto hat mir auch nichts gezeigt, dieses Mal. Dann, okay, dann schaue ich ganzes Organismus. Und als ich das mache, ich spüre ganz leichtes Signal irgendwo unter der rechten Rippe. Ich frage ihn, haben Sie hier etwas? Er sagt, ja, manchmal spüre ich etwas. Also ich sage, dann machen Sie mit, also Passage mit Barium Oberteil, dann
Kontrastmittel, Gallenblase, die Gallenwände und so weiter. Er sagt, das verstehe ich nicht. Könnten Sie mit meinem Arzt sprechen? Ich sage, okay, machen wir das. Der Arzt war ein bisschen erstaunt, aber er hat kein Wort gesagt. Er sagt, wir machen das alles. Gut. Und zwei Wochen später, ich habe das schon vergessen, der Arzt ruft zu mir an, er sagt, haben Sie Zeit und Möglichkeit, ich habe noch 7 solche problematischen Patienten. Ich frage, was passiert denn mit dem? Er sagt, ungewöhnliche Sache, das stimmt. Dickdarm in Leberecke ist sehr beweglich und das drückt nicht typisch, anatomisch einfach so. Manchmal ein bisschen fähiger im Organismus. Und dann die Leber hat kein Blut mehr, die Leber kann nicht mehr funktionieren. Zucker, Glucose sendet. Und er ist ohne Bewusstsein. Ab sofort, als er herunterfällt, andere Position, natürlich klar, die Leber funktioniert wieder und alles in Ordnung. Man kann das nicht feststellen. Sehen Sie, was manchmal solche paranormale Diagnostik bringen kann. Natürlich, das ist ein kleines Beispiel. Okay, die Zeit geht weiter und ich nehme nicht das zweite Beispiel. Aber ich wollte einfach zeigen, das ist manchmal sehr preislich. Klar, nicht immer. Man muss manchmal wahrscheinlich trotzdem zusammenhängende Sprache mit den Ärzten finden. Und das geht sehr gut. Trotzdem gebe ich noch ein kleines Beispiel von Berlin, war bei mir eine Frau in Russland. Sie ist zu mir extra nach Russland gekommen, nur wegen Diagnostik. Warum denn? 5 Jahre keine Diagnose und immer Schmerz unter dem Bauch. Okay, ich spüre mit meinen Händen, es gibt Schmerz, klar. Aber was ist das? Dann hielt mir wieder Kirlian-Diagnostik und zeigt Kolonzin-Modell. Jetzt gehe ich in Militärspital, wir schauen das alles zusammen und wir finden, das sind die Verwachsungen. Alles einfach. Das sieht man nicht mit den Röntgenbildern und so weiter. Also gut, zum Beispiel. Ich mache jetzt eine kleine Demonstration mit Diagnostik, nicht etwas Besonderes, ich möchte nur zeigen, wie meine Hände arbeiten. Möchte jemand meine Diagnostik, sogenannte topologische Diagnostik, bekommen zum Beispiel? Also, ja, zum Beispiel Sie, ich weiß nicht, das spielt keine Rolle. Nein, Sie können dort bleiben. Ich bitte ich jemandem mir zu helfen, jemandem zu helfen. Okay, ein bisschen schwerer so. Naja, Gott sei Dank, Kopfschmerzen haben Sie überhaupt nicht oder selten, man kann so sagen. Erstens. Erkältung kann auch selten, meiner Meinung nach. Aber linke Seite unten Zahn, weiß nicht. Zahnfleisch oder Zahn, wie meinen Sie, so zeigen, auch ein bisschen problematisch. Ja? Okay. Rauchen Sie oder nicht? Entschuldigung. Haben Sie also diese Seite, rechte Seite, ein bisschen, ja, ungefähr so, spüren Sie mal ein bisschen so. War nichts etwas Besonderes gewesen? Oder wie meinen Sie, was war das? Oder spüren Sie einfach was? Nichts etwas Besonderes. Wie ein Spur Oberteil, rechte Lunge, Obernähe zu unserem Kanzler, zu diesem Knochen, so also ein bisschen. Okay, wenn Sie das nicht spüren, okay, das ist auch nicht schlecht. Spüren Sie manchmal rechte Bein ein bisschen so, wie etwas zwingt. Also gut. Kennen Sie mich? Ich weiß nicht, werden wir das hier sehen oder nicht. Nein, wir sehen das nicht. Also, jetzt können Sie zu mir kommen. Ich zeige Ihnen, was ich schon gemacht habe vorhin. Also, zum Beispiel, auf dem Kopf habe ich nichts gemalt, dieser Zahn habe ich gemalt. Dieses Signal, was ich hier gespürt habe, mit solchen Punkten habe ich ein bisschen gemalt. Diese Seite habe ich
habe ihn gemalt. Also, das habe ich noch nie gesagt, eigentlich in Kiel. Genau, stimmt auch. Also, ein bisschen zu wenig Energie die Nieren, meine Meinung, wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie Sie das spüren, wahrscheinlich das spüren Sie nicht, aber meine Meinung, das ist so. Manchmal kommt man dieses hier. Und leicht etwas sind durch die Beine. Wie sieht das? Stimmt das? Ich habe wahrscheinlich etwas nie geschaut, ganz ehrlich. Manchmal vergesse ich, dass mein Patient noch die Arme hat und so. Aber trotzdem, ungefähr so. Sie sind trotzdem ziemlich gesund, meiner Meinung nach. Das können Sie nicht. Das habe ich heute, oder gestern habe ich das gemacht, noch an meiner Arbeit. Was bringt das für mich? Klar, wenn man mal Patienten sagt, er hat keine Diagnose. Oder sogar, Diagnose ist da. Zum Beispiel, ich erinnere mich, ein Offizier ist zu mir gekommen. Er sagt, ich habe schlechte Nieren. Ich schaue und die Nieren sind gut bei mir. Ich sage, aber haben Sie nicht zufällig hier einen Stoß bekommen? So, nein. Ach ja, doch. Als er Gymnastik gemacht hat, hat er sehr starke Stoß in die Wirbelsäule bekommen. Das ist Ursache. Und das ist sehr wichtig, manchmal im Spital können Sie das vorstellen. Zum Beispiel, ein Patient kommt und er hat starke Schmerzen in diesem Bereich. Was ist das? Man kann sagen, wahrscheinlich bringt er, aber wahrscheinlich auch Stein in Kamera. Ja, kann auch sein. Aber das muss man sich nicht schnell kopieren. Blutwerte zeigen wir nicht immer solche Sachen. Ist es das oder das? Röntgenbilder zeigen gar nichts. Auch. Man muss dann Kontrastmittel geben, ja, wahrscheinlich, aber wenn mit Blinddarm etwas passiert, wir haben fast keine Zeit in diesem Fall. Und solche Diagnostik, das ist schnell, das hilft. In einigen Minuten schon, wir können dann entscheiden, nein, das ist das. Zum Beispiel. Natürlich, Gesundheit zu bringen, das ist schon das zweite. Und das ist leider nicht leicht. Manchmal, ich kann nichts machen. Ich kann Diagnose feststellen, aber ich kann nicht so viel machen. Manchmal kann ich gut helfen. Einer aus den interessanten Beispielen, nur von diesem Jahr. Ein Mann ruft zu mir an, nach Russland sogar. Er sagt, das ist dringend notwendig. Der Arzt hat gesagt, ich muss bei meiner Frau bitten, dass sie mir eine Niere spendet. Meine Nieren muss man operieren lassen. Können Sie das vorstellen? Ja? Das ist schlimm. Und er will nicht bei seiner Frau das bitten. Ich spreche mit ihm langsam, warum ist das so? Na ja, gut, er hat ein Medikament bekommen, dieses Medikament hat die Nieren beschädigt. Und dann natürlich der Arzt sagt, jetzt muss man die Nieren wegschmeißen. Oder ich habe mit ihm 12 Mal aus St. Petersburg in solcher Weise mit dem Gespräch, man kann so sagen, gearbeitet, aber ganz ehrlich, ich habe auch Reinigung gemacht, ich habe die Nieren unterstützt und so weiter. Als ich endlich nach Basel komme, er kommt zu mir, er sagt, es ist keine Frage mehr, wir müssen keine Operation machen. Können Sie das vorstellen? Was passiert? Ich kann ehrlich sagen, was passiert. Es ist nicht immer so. Manchmal muss man Operation machen. Aber in diesem Fall, das war sehr starke Angst in den Nieren. Als ich das geschaut habe, ich habe in den Nieren ganz kleine Nieren so gesehen, wie alles gespannt ist. Und dann dachte ich, okay, jetzt spreche ich mit der Niere, ich versuche ein bisschen Wärme zu geben, ich versuche das alles zu beruhigen. Und das hat geholfen, einfach psychologisch. Ich habe mit ihm auch psychologisch geschaut. Warum kann nicht solche Methoden einfach existieren, nicht immer, klar. Manchmal die Ärzte, welche sehr dabei sind, sie sagen, das ist alles gleich, das bringt nicht klar. Manchmal, das bringt auch nichts. Aber manchmal, dieses Resultat ist so preiswert. Ich bekomme solche Resultate pro Jahr, mit einer Hand wahrscheinlich kann man sehen, klar. Aber trotzdem, das kostet.
Naja, wenn ich über die Nieren spreche, nein, ich möchte draußen von anderen beginnen. Jetzt bitte ich euch alle, wenn jemand Probleme mit der Wirbelsäule hat, nicht so wichtig vor, nicht so wichtig welche Probleme, ich bitte Ihnen jetzt aufstehen, zu mir mit den Jungen sich umdrehen und so eine Minute wahrscheinlich. Denn, bitte. Jetzt können Sie sich setzen, bitte. Danke. Natürlich, das ist kein großes Heilungsprozess im Moment. Das ist ein bisschen Demonstration, aber trotzdem. Zum Beispiel, hat jemand gespürt, ein bisschen plötzlich wie schwindig kommt? Ja, genau. Das haben alle gespürt, ich habe das deutlich gesehen, in Filmen ein bisschen gesehen. Zweite Möglichkeit zum Beispiel, hat jemand zum Beispiel leichte Wärme? Ja, vielen Dank. Oder umgekehrt, etwas kribbelt ein bisschen, oder sogar in den Händen kribbelt. Ja, gut, danke auch. Oder leichtes Wind ist gekommen, oder noch was, ich weiß nicht was. So, dann sind diese Gefühle als diese ungewöhnliche Energie, dieser Strom aus diesen kleinen Teilen kommt. Was bringt das? Natürlich, das bringt nicht sofort, dass sie alle sofort gesund sind. Aber trotzdem, das bringt etwas Wichtiges. Das vermindert unsere Spannungen in der Wirbelsäule, besonders mit den Muskeln. Und dann kann die Wirbelsäule wieder normal funktionieren. Einfach Blut kommt wieder, einfach richtiger und einfacher. Und wir bekommen so langsam keine Schmerzen. Schmerz ist einfach Spannung, nur das. Wenn wir das lange Zeit haben, jahrelang, dann kommt echte Krankheit, dann kommt überhaupt etwas Schlechtes. Also gut, wahrscheinlich noch ein kleines Experiment. Nutze, kannst du mir ein bisschen helfen wahrscheinlich. Eine zweite freiwillige Person zum Beispiel, wenn jemand nochmals möchte, ein bisschen sogenannte topologische Diagnostik zu bekommen. Ich will nicht bestätigen, ich will, dass du das bestätigst. Okay, dann. Zum Beispiel. Ja, Sie können dort bleiben. Ich kann das auch aus St. Petersburg machen. Warum soll ich jetzt so hier kommen? Information ist immer da. Ich komme leider langsam zu einer Idee, dass ihr vertraut. Das ist nur eine Antenne. Das ist nur für uns, klar. Für unsere Tätigkeit, für unsere Speicherkapazität, klar. Aber trotzdem, wir sind alle immer verbunden. In Vergangenheit, in der Zukunft. Das ist alles drin.
Nur wir können nicht das benutzen. Mann.